I'm forgiving because you are forsaken. I'm accepting you are contained. I'm alive and well, the Spirit lives within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your Spirit lives within me because you died and rose again. Amazing love, amazing love. How can it be that you are my King who died for me? Amazing, amazing love. I know it's true. I know it. It is my joy to honor you in all I do. I am in all I do. In all I do. I honor you. Amen. Hallelujah. Somebody just give the Lord a clap offering. Let's just appreciate God. Lass uns Gott schätzen und ihm einen Applaus geben. Amen. Before we come to the end of the service, we just want to honor the Lord with an offering. Bevor wir zum Ende unseres Gottesdienstes kommen, möchten wir Gott ehren mit unseren Opfern. And before we just receive the offering, the ushers can go ahead and give the offering envelopes. Und bevor wir unsere Opfer austeilen, bitte ich die Ordner, die Umschläge zu verteilen. And I encourage you to write your name and the amount that you're giving and your address, because at the end of the year we'll give a Spendenbescheinigung. Und ich bitte dich, deinen Namen drauf zu schreiben, deinen Betrag drauf zu schreiben und deine Adresse auf den Umschlag zu schreiben, damit wir dir am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung geben. And as you do that, let me just give you a short encouragement. Und während wir das tun, möchte ich dich kurz ermutigen. Today I was so blessed when I was meditating on the Word of God. So, heute wurde ich so gesegnet, als ich im Wort nachdachte. And God just reminded me that, you know, from time to time we have needs. Und Gott hat mich daran erinnert, auch von Zeit zu Zeit haben wir irgendwelche Nöte. But he's already ahead of our need. Aber Gott hat gesagt, er ist schon davor in dieser Not. Just tell your neighbor, God is ahead of your need. Er ist schon vor deiner Not. He's already in your future and he's already provided for your need. Er ist schon in deiner Zukunft und er hat schon für deine Not gesorgt. And we see that in the book of 1 Kings 17. Und wir sehen das in 1. Könige Kapitel 17. When God tells the prophet Elijah, go to this city, there is a widow there. Wo Gott dem Propheten gesagt hat, geh in diese Stadt, da gibt es eine Witwe. And I've already commanded this widow to take care of you. Und ich habe dieser Witwe schon aufgetragen, sich um dich zu kümmern. When you read this chapter, you realize that Elijah was in need. He needed food. Und wenn wir uns das durchlesen, sehen wir, dass Elia selbst in Not war. And God had already provided through a widow. God was already in the future. He had already provided. Aber Gott hat schon für ihn davor gesorgt. So when I read this chapter, I'm so excited that God goes in our future and he already provides. Und so bin ich so entspannt und aufgeregt darüber, dass Gott schon in unserer Zukunft ist und für uns sorgt. Part of this month, I had the opportunity
to go and minister in America. Ein Teil dieses Monats hatte ich die Möglichkeit in Amerika zu predigen. And I went to America. I didn't have money. I just had a small amount of money. Und ich bin dahin geflogen und ich hatte eigentlich gar kein Geld, nur einen ganz kleinen Betrag. And I always live by faith. Aber ich lebe in meinem Glauben. And the pastor who invited me. Und der Pastor, der mich eingeladen hatte. He took care of everything. Hat sich um alles gekümmert. In the morning he used to take me for breakfast in the restaurant in the afternoon, and I wanted to pay even for my breakfast, and he said, no, he's already provided. Und er hat mich zu jeder Mahlzeit irgendwo hingebracht in ein Restaurant, und ich wollte auch zu meinem Frühstück etwas beitragen, aber er hat immer gesagt, es ist schon bezahlt. I wanted to give just a small money to pay something, and he said, no, we don't accept euros in America. Und ich wollte immer einen kleinen Teil dazu beitragen, aber er meinte, wir nehmen keine Euros an in Amerika. I remember we went. I went to just buy a shaver. Just it was only costing 10 US dollars. That's about 8 euros. Und ich bin in den Laden gegangen und ich brauchte einen Rasierer und der kostete 10 Dollar. And I went to pay it. And he said, no. He told the cashier, no, don't accept his money. In America, we don't accept euro. Und er sagte der Kassiererin, nimm nicht sein Geld an, wir nehmen doch gar keine Euros in Amerika an. But you see, I was so encouraged that God already knew exactly what I needed, and he is the provider. Und ich bin so dankbar, dass Gott genau wusste, was ich brauchte, und dass er mich versorgt hat. So today, when you have a need, as we are going to give to the Lord, let's expect that God will meet you at the point of your need, that God will provide for you. Also, amen. Wenn wir heute geben, lass uns erwarten und darauf vertrauen, dass Gott schon unsere Not kennt und vorgesorgt hat. Luke 6:38 says, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use it, it will be measured back to you. Luke 6:38. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Amen. That is God's word. Das ist Gottes Wort. And that causes me that when it's time to give, I give in expectancy. Und das bringt mich dazu, wenn ich gebe, in Erwartung zu geben. Amen. Amen. Is there somebody expecting from God? Erwartet hier jemand etwas von Gott? So I hope you've already prepared your envelope, and can I just have the praise team in front? Und ich hoffe, dass du deinen Umschlag schon vorbereitet hast. Amen. Let's pray for our offerings. Lass uns für unsere Opfer beten. Father, in Jesus' name, we just want to thank you for this time. Vater, in Jesu Namen, wir möchten dir danken für diese Zeit. We thank you for the opportunity. Und wir danken dir für diese Möglichkeit. To give in your house. Um in dein Haus zu geben. We are giving to you. Und wir geben für dich. And we are giving in faith. Wir geben im Glauben. Your word says, und dein Wort sagt, give and it shall be given unto us. Gib und dir wird uns gegeben. And Lord, I know that even as your children give, und wir danken dir, denn wenn deine Kinder geben, they have different needs. Wissen wir, dass sie verschiedene Nöte haben. I pray, Lord, und ich bete, oh Herr, that you meet them at the point of their needs. Dass du genau sie so versorgst, wie sie die Not. I pray for a supernatural provision. Ich bete für eine übernatürliche Versorgung. I pray for open doors. Ich bete für geöffnete Türen. And Lord, may you receive all the glory and honor. Dass du all die Ehre und Herrlichkeit bekommst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hallelujah. Oh yes. We will not be moved. We are holding on to you, Jesus. We will not be shaken. We will not be moved. We are holding on to you, Jesus. We will not be moved. We are holding on to you, Jesus. Forever. Oh, 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 oh,
drum. No matter what may come my way, I am going to what you say. We will not be shaken. We will not be moved. We are holding on to Jesus. We will not. We will not be shaken. We will not be moved. We are holding on to shaken. We will not be moved. We are holding on to Jesus forever. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, oh. Never let go, never let go of you. Never let go of you. Never let go, never let go of you. Go, never let go of you. Never let go, never let go of you. We will not be shaken. We will not be moved. Holding on to you, Jesus. We will not be shaken. We will not be moved. We are holding on to you.